Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo, schön, dass ihr da seid. Die Hände und die Füße wollen euch begrüßen. Die Hände und die Füße sagen Hallo. Hallo, alle lieben Kinder. Geht's euch gut? Ja, schön. Ich habe hier ein schönes Gedicht mitgebracht. Pass ganz gut auf. Ich kann schwimmen. Ich kann springen. Gut. Ich kann tauchen. Ich kann laufen. Ich kann rutschen. Ich kann lutschen. Ich muss schwitzen. Ich will spritzen. Ihhh, werd ganz nass. Sag das bitte mit mir mit. Ich kann schwimmen. Ich kann springen. Gut. Ich kann tauchen. Ich kann laufen. Ich kann rutschen. Ich kann lutschen. Ich muss schwitzen. Ich will spritzen. Ihhh, da werden wir ganz nass. Okay, jetzt habe ich noch ein Buch für euch zum Vorlesen. Habt ihr euer Kuscheltier dabei? Wo ist mein Hoppel? Hoppel, wo bist du? Komm, du musst auch mithören. Komm, Hoppel, hörst du? Sag mal Hallo. Ja, mit beiden Armen, ja. Und kannst du die Kinder sehen? Guck mal, ja. Also, ruft mal schnell euer Kuscheltier und dann hören wir unsere Geschichte. Bis gleich. Unser Buch heißt heute Und wo schläft Papa? Oh, guck mal hier. Alle schlafen im großen Bett, in dem Bett von Mama und Papa. Das ist hier die Familie Bergmann. Das ist der Papa. Das ist die Mama. Das ist Liese, das ist Moritz und das ist Tom. Ja, mal hören. Lisa ist die jüngste der Familie Bergmann. Also könnt ihr sehen, Lisa ist noch ein kleines Baby. Und deshalb muss sie jeden Abend als Erste ins Bett. Sie kräht und plappert. Lisa kann noch nicht sprechen, sie ist noch ein Baby, nicht? Und dreht sich beim Wickeln so blitzschnell auf den Bauch, dass Papa ganz schön lange braucht, bis er die Windel am Po und Lisa im Gitterbett hat. Könnt ihr sehen, da ist Lisas Bett. Lisa schläft in einem Gitterbett, damit sie nicht rausfällt. Mama bereitet das Bett schon vor. Und Lisa wird hier auf einem Wickeltisch gewickelt. Och, da fällt das Puder hin. Dann ist es Zeit, dass Harro, der Hund der Bergmanns, nochmal Gassi geht. Also der Hund muss nach draußen, muss nochmal schnell. Was muss er machen? Könnt ihr sehen? Er macht Pipi. Harro ist schon alt, deshalb geht er auch nur bis zur Laterne vor dem Haus.
Er hebt rasch sein Bein und ist froh, wenn er in seinem Hundekorb im Hausflur liegt. Da steht der Hundekorb. Es dauert nicht lange, bis man ihn leise schnarchen hört. Guck, hier sind noch andere Hunde, die Gassi gehen. Oder hier ist einer, der ist an einer Hundeleine. Da ist noch ein Hund an einer Leine. Und eine Katze ist auch noch draußen. Also Harro schläft im Korb. Lisa schläft in einem Gitterbett und Harro in einem Korb. Als Nächste ist Moritz an der Reihe, ins Bett zu gehen. Auf dem Weg zum Bad fällt ihm meistens ein, dass er noch ein Glas Apfelsaft trinken will. Auch im Bad hat er es nicht eilig. Das kleine Holzboot, wo ist das Holzboot? Könnt ihr das sehen? Da ist es. Das kleine Holzboot am Waschbeckenrand durfte heute noch nicht schwimmen. Wenn er die Backen aufbläst, kann er so viel Wind machen, dass es kentert. Also Moritz pustet, könnt ihr sehen, pustet und dann fällt das Boot um. Es kentert, es geht unter. Als Mama aus dem Wohnzimmer ruft, beeilt sich Moritz. Er fährt zweimal mit der Zahnbürste im Mund herum und kriecht nach einem Gute-Nacht-Kuss von Mama und Papa endlich in das untere Etagenbett. Also ein Etagenbett ist das, ist ein Hochbett. Und Moritz muss unten schlafen. Ich glaube, hier kommt der Moritz, spielt mit all seinen Tierchen hier, mit dem Krokodil, mit dem Fisch. Er soll lieber die Zähne richtig putzen. Tom geht schon in die Schule und darf ein wenig länger aufbleiben. Bevor auch er ins Bett geht, holt er das dunkle Tuch aus dem Schrank und legt es über den Käfig von Mix und Max, den beiden Wellensittichen. Also das sind Wellensittiche, das sind kleine Vögel. Aber nicht mehr lesen, ermahnt er die Wellensittiche und es sieht so aus, als ob sie nicken würden. Und da ist ein Buch über Wellensittiche. Tom beeilt sich im Bad, damit er vor dem Einschlafen noch in seinem Lieblingsbuch lesen kann. Und wo schläft der Tom? Oben in dem Hochbett, nicht? Im oberen Etagenbett ist das sehr gemütlich. Später am Abend gehen auch Mama und Papa ins Bett. Sie schauen noch ins Kinderzimmer, schließen die Fenster und Türen und sehen nach, ob alle drei Kinder gut schlafen. Dann ist es still im Hause Bergmann. Schon alles dunkel. Das ist sicherlich noch das Licht in Mama und Papas Schlafzimmer. Das wird sicherlich auch gleich ausgeschaltet. Und da ist jetzt nur noch ein Hund, der da spazieren geht. Und oben auf dem Dach sind zwei Katzen. Und da hinten scheint der Mond und die Sterne leuchten. Kurz nach Mitternacht schreckt Mama auf. Wer weint denn da? Mama huscht barfuß über den Flur zum Kinderzimmer. Lisa steht im Gitterbett und jammert. Mama schnappt sich mit einer Hand das Schmusetuch und mit der anderen Hand Lisa und trägt sie zu sich ins Bett. Lisa hat noch einen Schnuller im Mund. Also jetzt schlafen Papa, Mama und Lisa im Bett. Die Kirchturmuhr schlägt zwei. Moritz wird wach und merkt sofort, dass er Pipi muss. Also könnt ihr sehen, Moritz ist ganz schnell aufs Klo gegangen. Mit halb geschlossenen Augen torkelt er aufs Klo. Auf dem Rückweg in sein warmes Bett tragen ihn seine Füße geradewegs ins Schlafzimmer der Eltern. Also Moritz geht nicht zu seinem Bett, er geht zu Mama und Papa ins Bett.
Moritz hebt ganz sacht die Decke und kriecht zu Papa ins Bett. Jetzt schlafen da schon 1, 2, 3, 4 in Mamas und Papas Bett. Papa wird unruhig. Da liegt doch eine in seinem Rücken. Es ist Moritz, der mit seinen 5 Jahren schon ziemlich groß ist und viel Platz im Bett braucht. Das kann Papa nicht aushalten. Er steht auf, holt sich aus dem Kühlschrank etwas zu trinken und setzt sich erstmal ins Wohnzimmer. Jetzt kann der Papa nicht schlafen. Und da ist auch nicht Platz für den Papa in seinem Bett. Tom, der oben in dem Hochbett, in dem Etagenbett schläft, träumt von der Schule. Er träumt, dass er ganz alleine vor der großen Tafel steht und er soll eine Rechenaufgabe lösen. Die Lösung will ihm einfach nicht einfallen und die ganze Klasse lacht. Da wacht er auf und ist froh darüber, dass er nur geträumt hat. Ob Moritz unter ihm festschläft? Es ist gar nicht leicht, im Dunkeln die Leiter herunterzuklettern. Unter Moritz' Bettdecke ist es warm und es riecht nach Moritz, obwohl Moritz gar nicht da ist. Was hat der Tom jetzt gemacht? Der hat sich in Moritz' Bett gelegt. Auch Harro, der Hund, träumt. Er träumt von der hübschen weißen Hündin aus dem Nachbarhaus. Er träumt von dieser Hündin. Gerade als sie mit ihm spielen will, steht da ein großer Mann und droht ihm mit dem Stock. Harro bekommt Angst und rennt davon. Ganz außer Atem wacht er auf. Ob die Familie schläft? Harro schleicht die Stufen hinauf ins obere Stockwerk und legt sich klammheimlich ans Fußende von Mamas Bett. Na, guck mal, da hat der Harro sich hingelegt. Da ist Lisa, das ist Moritz und Mama ist noch im Bett. Mama kann auch nicht mehr schlafen. Lisa liegt neben ihr und tritt sie im Schlaf mit ihren kleinen Beinen. Am Fußende schnarcht Harro und es ist so warm wie und der Harro ist so warm wie ein Heißkissen. Und daneben liegt Moritz quer. Er braucht das ganze Bett für sich allein. Für den Rest der Nacht suche ich mir ein eigenes Bett, denkt Mama und geht ins Kinderzimmer. Da Tom im unteren Bett liegt, steigt sie kurzerhand die Leiter nach oben. Kein Hund, kein Kind, das Bett ist leer und kühl und Mama schläft sofort ein. Im Wohnzimmer hat Papa sein Glas ausgetrunken und beschließt, wieder ins Bett zu gehen. Ich nehme das Bett von Moritz. Der liegt ja auch in meinem Bett, denkt er und geht zum Etagenbett. Aber in Moritz' Bett liegt Tom und schnarcht leise. In Toms Bett liegt Mama und schläft fest. Wo wird der Papa schlafen? In Lisas Gitterbett? Papa steht barfuß in der Tür. Kein freies Bett. Wo soll er schlafen? Etwa in Lisas Gitterbett oder in der Badewanne? Papa blickt suchend um sich. Dann greift er nach Decke und Kissen aus Lisas Bett. Er seufzt einmal tief und legt sich schließlich auf den kleinen Teppich vor dem Etagenbett. Wie ein echter Wachhund, murmelt er. Dann ist er eingeschlafen. Wenn Papa wüsste, dass Harro auf der weichen Matratze in Mamas Bett schläft, wäre nicht so froh, nicht?
weil die Decke ist ja viel zu klein, der arme Papa. Muss das euer Papa oder macht euer Papa das auch manchmal oder die Mama, dass sie denn in euer Bett schläft? Komm, wir gucken uns dann hier mal die Bilder schnell wieder an. Das ist Lisa, nicht? Lisa ist noch ein Baby. Und Lisa muss jetzt gleich ins Bett. Lisa schläft in dem Gitterbett. Da ist Lisas Bürste, das ist der Schnulle, hier ist eine Babycreme. Und ich glaube, das ist Lisas Zimmer. Da liegt ein Ball, ein kleiner Stuhl, da ist ein Schrank. Lisa ist die Kleinste, sie muss zuerst ins Bett. Und Harro, der Hund, ist ganz alt. Der geht auch früh schlafen. Der muss ganz schnell nach draußen, der muss Gassi gehen. Und dann als nächster muss der Moritz ins Bett. Aber er spielt erst nochmal. Das ist das Krokodil. Das ist der Fisch. Das ist der Waschlappen. Da ist die kleine Ente. Da ist das Segelboot, die Zahnpaste, die Zahnbürste. Und da hinten ist das Klo. Der Moritz muss sich jetzt schnell beeilen, nicht? Der muss jetzt ins Bett. Und jetzt müssen die Wellensittiche, die kleinen Vögel, ins Bett. Und Tom, der große Bruder, deckt sie mit einer Decke zu. Alle schlafen, nur Mama und Papa noch nicht. Das hier ist eine Straßenlaterne. Eins, zwei Katzen und das ist der Mond und ganz viele Sterne. Also alle sind eingeschlafen und als erstes wird Mama wach. Und wer weint da? Lisa weint. Also Mama holt sie und legt Lisa zu sich ins Bett. Jetzt wird der Moritz wach. Du musst schnell Pipi machen. Und Moritz geht schon ganz alleine und legt sich zum Papa hin. Und der Papa hat nicht genug Platz zum Schlafen. Also hatte sich erstmal was geholt zum Trinken und da guckt man ein bisschen Fernsehen. Überall liegen die Spielsachen herum. Die Kinder haben nicht aufgeräumt. Tom, der große Bruder, der oben im Etagenbett schläft, träumt von der Schule und wird wach und konnte auch nicht einschlafen. Und wo legt er sich hin? In Moritz Bett. Und Harro, der Hund, träumt auch schlecht. Und er legt sich auch ins Bett. Oder aufs Bett, nicht? Und da wird die Mama jetzt wach. Da ist kein Platz mehr. Der Hund ist sehr heiß. Der Moritz hat sich quergelegt. Lisa tretet Mama. Und da sagt Mama, ich kann hier nicht schlafen. Und Mama legt sich dann oben in Toms Bett. Da schläft Tom. Jetzt kommt der Papa. Kein Platz für Papa. Ich glaube, Papa ist viel zu groß für das Bett. Da holt der Papa bloß die Decke aus Lisas Bett und legt sich dann auf den Boden hin, auf dem kleinen Teppich und schläft da mit all den Kuscheltieren. Das ist eine kleine Ente, die Ente, der Marienkäfer, die Raupe, das Häschen, der Rabe, das Schwein, das Schaf, die Katze, die Giraffe,
der Hund und der Bär. Gute Nacht, Papa. Schlaf schön. Das war's für heute. Schlaft heute Abend schön in eurem eigenen Bett. Denkt daran, dass Mama und Papa auch in ihrem eigenen Bett schlafen möchten. Ich wünsche euch alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Sind wir alle.